Ich sage das nicht vor einer anderen Dame, das habe ich eben gesagt und aus, basta. Und ja? Das war's, basta. Tschüss. Meine Vermittlung ist zu Ende, ich mag gar nichts mehr. Yo, yo. Yeah, I love it when you're touching me. I go crazy when you're touching me. Polen ist einer der größten Heiratsmärkte für deutsche Männer. Partnervermittlerin Viola will hier Walter aus Berlin an die Frau bringen. Und das, obwohl sie mit den Launen des rund 56-jährigen Wahlberliners so ihre Probleme hat. Ich bin eine Kämpferin. Deshalb habe ich gedacht, okay, ich gebe ihm noch eine Chance. Die Frau freut sich, ihn kennenzulernen. Es geht schließlich nicht um mich, es geht um den Kunde. Ja? Und es geht auch nicht um meine Emotionen oder meine Gefühle. Der hat meine Hilfe gebraucht und ich wollte ihm einfach helfen. Walter hingegen freut sich sehr auf sein kommendes Date. Schließlich soll es in einem Spa stattfinden. Und das verspricht nackte Haut. Wäre da nur nicht diese Vermittlerin. Guten Abend. Guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, servus, grüße Sie. Was für ein schöner Platz hier. Was für eine Tüte haben Sie da gebracht? Ja, ich habe immer alle möglichen Sachen dabei, man weiß ja nie. Da war ein Bademantel für mich drin, meine Badehose, Handtücher, Toilettenartikel und natürlich eine Überraschung für die Frau, nämlich ein ganz toller Bademantel. Und natürlich hatte ich meinen Dreizack als Neptun dabei, denn einer muss ja zeigen, wo es lang geht und wenn, das ist der Neptun im Wasser. Ich habe ja rein durch Zufall im Café eine Dame kennengelernt. Okay. Und der Ehrlichkeit halber muss ich Ihnen auch sagen, dass ich die gestern Abend noch mal getroffen habe. Okay. Und es war ganz interessant. Durch Zufall hat sich ergeben, ja? Ja, durch Zufall. Wirklich rein durch Zufall. War auch nicht beabsichtigt. Es war eigentlich an dem Abend, wo ich auf Sie gewartet habe, wegen dem Tanzdate. Ein bisschen anders war es schon. Denn während Walter genüsslich flirtend im Café saß, mussten Vermittlerin Viola und Walters Date Isa sehr lange auf den Deutschen warten. Ja, so charming. Die habe ich gestern Abend noch mal wieder getroffen. Und es war sehr schön und sehr angenehm. Wenn es auch erstmal kein weiteres Treffen gab, weil es hat sich dann herausgestellt, dass die Dame verheiratet ist. Aber es war trotzdem ein wunderschöner Abend, denn mit interessanten Leuten einen Abend zu verbringen und Gedanken auszutauschen über Beziehungen, das hat mir auch mal gut getan. Und es hat mich sehr aufgebaut, weil sie mir auch Komplimente gemacht hat. Es hat vielleicht die Viola gewundert, dass jemand, den man so kritisiert, trotzdem noch selbst überzeugt ist. Vielleicht wollte sie, dass ich so in die Defensive gehe. Und was raten Sie mir denn jetzt? Und jetzt bin ich wieder ohne Frau, um Gottes Willen und so. Ja, nicht mit mir, Entschuldigung. Ich habe ein gesundes Selbstbewusstsein. Sie haben mich angelogen, als ich mit Isa auf Sie gewartet habe. Wo waren Sie wirklich? Was haben Sie gemacht? Ich habe ein Glas Wein getrunken. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Ja, klar, alleine. Und Sie lassen uns stehen und warten. Ich habe Sie nicht gesehen, wenn Sie hier hinter der Fahne stehen. Also Entschuldigung. Das war eine Lüge. Warum haben Sie mich angelogen? Ich kann vor einer anderen Dame nicht sagen, dass ich eine andere, weitere Dame getroffen habe. Sie haben mich angelogen. Sie konnten sagen, Viola, kann ich bitte kurz reden, bitte? Die Leute erwarten von mir, dass ich korrekt bin und ehrlich. Ich erwarte genau von meinem Kunden, dass du korrekt bist und ehrlich. Erst dann kann ich dich richtig vermitteln. Und es gibt keinen Grund, mich anzulügen. Wenn du mich lügst an, wie kann ich dir dann helfen und wie kann ich dir vertrauen? Ich kann dem Kunden nicht vertrauen mehr. Ich habe eben meine Begründung gesagt und ich denke, wir sollten mit den Auseinandersetzungen das jetzt wirklich beenden. Ja? Und nicht immer, dass sie mich angreifen und so. Ich greife sie nicht an, ich erwarte, dass sie zu mir ehrlich sind, mehr nicht. Sie können auch persönlich jemanden kennenlernen. Hören Sie bitte auf mit den Diskussionen, sonst gehe ich gleich wieder nach Hause. Da gehen Sie, da gehe ich erst. Da bin ich die Erste, die steht auf und geht. Die Viola möchte, dass sie die Regeln der Welt aufstellt und dass alle Männer diese Regeln befolgen. Und wenn die Männer das nicht tun, dann sind sie die Bösen. Und deshalb bin ich in ihren Augen ein Böser. Und ein Unmöglicher und ein Schwieriger. Ich habe Ihnen eben die Gründe gesagt, muss ich denn alles dreimal bei Ihnen wiederholen, oder? Sie müssen nicht, aber Sie haben mich angelogen. Das ist gar nicht, das finde ich total nicht in Ordnung, weil ich bin für Sie da. Sie können sagen, Viola, ich habe jemanden getroffen. Sie können überall jemanden treffen. Ob das meine Kundin ist oder auf der Straße, wird mich trotzdem freuen, dass Sie eine Frau, wenn Sie allein jemanden treffen. Aber ich sage das nicht vor einer anderen Dame, das habe ich eben gesagt und aus, basta. Und ja? Das war's, basta. Tschüss. Meine Vermittlung ist zu Ende, ich mag gar nichts mehr. Okay. Das ist das, was ich sage. Ich sage einmal und sie stichelt und stichelt weiter. Und es geht einfach nicht. Tut mir leid. Das war's. Ich mach nichts mehr. Ich auch jetzt. So heftig geknallt hat es zwischen Walter und einer Vermittlerin schon lange nicht mehr.
Solche Männer vermittle ich auch nicht, also nicht bei mir. Da kann der zurück nach Deutschland fahren, sich eine Dumme suchen, das war's. Finito. Dieses negative Abenteuer in Polen jetzt war wirklich die kürzeste Zusammenarbeit, die ich je mit einer Partnervermittlerin hatte, ja. Leider. Oder auch Gott sei Dank, wie man es nimmt. Ist das nun wirklich das Aus für Walters Partnersuche in Polen? Bukarest. In der rumänischen Hauptstadt leben rund 2 Millionen Menschen. Viele davon weiblich und durchaus hübsch anzusehen. Das hat auch Peter aus Liechtenstein hergelockt. Der 38-Jährige will mit Hilfe von Vermittlerin Antoinette seine Traumfrau suchen. Doch ob er hier die große Liebe findet, wir werden sehen. Ja. Hallo, Peter. Hallo. Hallo. Ich habe mich an Antoinette gewendet, weil ich gesehen habe, dass der Erfolg, den sie eben zu verbuchen hat, auch für sie spricht. Und sie macht für mich einen sehr ehrlichen und seriösen Eindruck. So. Ja, ich habe schon auf dich gewartet. Ja, okay. Ich wollte dich mal in Natura sehen, weil das ist schon mal sehr wichtig. Und was sagst du? Es geht. Es geht, wow, okay, danke. Der Peter wirkt auf mich äußerlich Durchschnitt. Also einfach normale, nette Durchschnitt. Ja, ich kann nicht sagen, dass du wie Brad Pitt aussiehst. Ne? Deswegen muss ich auch nicht. Werden auch die Frauen nicht Angelina Jolie sein. Ne? Okay. Ja. Je bodenständiger, je realistischer, desto besser. Und langfristiger und ehrlicher. Ich muss nicht aussehen wie Brad Pitt. Und ich brauche keine Angelina Jolie. Ich brauche einfach jemanden, der zu mir passt. Versuchen wir das Beste daraus zu machen, okay. Die Chancen zu erkennen und ich leite dich dann, weil ich bin halt deine Beraterin. Ja, ich finde es auch schön. Ich finde es auch gut, dass du gleich so ehrlich gesprochen hast. Gleich gerade auf dem Tisch. Ich bin immer ehrlich. Nein, ja. Ich finde es ja. Sehr ja. Gut. Ja. Es bringt ja auch nichts, wenn sie zu mir sagt, ja, hey, du siehst voll super aus und du kannst jede haben. Und also erstmal schon falsche Hoffnung beim ersten Treffen. Es bringt gar nichts und das ist auch nicht ehrlich. Und so fand ich es viel besser. Ich sag dir so, wie es ist. Ja, das ist auch okay. Ja, genau. Ne? Also das ist immer Angebot und Nachfrage. Ja. Und zurzeit die Nachfrage an hübsche rumänische Mädchen ist sehr groß. Weil es gibt sehr viele Ausländer, die wissen schon, ne, dass halt hier Rumänen hübsche Frauen gibt. Okay. Ja? Soll heißen, Peter muss sich ordentlich ins Zeug legen. Ob er das drauf hat? Zurück ins polnische Breslau. Hier war Wahlberliner Walter auf Partnersuche. Doch sein heutiges Date fiel ins Wasser. Und zusätzlich gab's Streit mit Vermittlerin Viola. Jetzt packt der Reisekaufmann seine Koffer und fährt allein zurück nach Berlin. Ach, das hätte ich ja ganz vergessen. Ich wollte ja sogar noch die Wogen glätten mit der Viola. Aber da habe ich extra hier dieses Nudelholz gekauft, um zu zeigen. Aber sie hat ja weiter gehämmert wie eine Verrückte. Also da hilft alles nichts. Mir hat die Frau sehr leid getan, die auf mich gewartet hat. Aber dass die Partnervermittlerin noch ihrer eigenen Kundin das Date verdirbt, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und es ist sehr schade, weil es geht die Sage, dass es wohl eine sehr nette, junge, attraktive Dame war. Und tatsächlich, die 41-jährige Ella hätte Walter mit Sicherheit gefallen. Sie weiß noch nicht, dass ihr Date geplatzt ist. Doch Vermittlerin Viola ist sich sicher, so ist es besser. Hallo Ella. Meine ehrliche Meinung, die Ella hat nichts verloren. Also keine von meinen Frauen, die ich vermittelt habe, haben was verloren, weil der verdient keine von meinen Frauen. Und so erklärt Viola das nun auch ihrer Kundin. Nach diesem Gespräch will Ella Walter wohl niemals mehr kennenlernen. Der Vermittlerin ist das allerdings herzlich egal. Ich will der Walter gar nicht vermitteln nach seinem Verhalten. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Der hat bei mir gar nichts zu suchen. Wenn der mit mir nicht umgehen kann, kann der mit keiner anderen Frau umgehen. Ich habe gesagt, ich erwarte Respekt und das habe ich von ihm nicht gehabt. Der hat bei mir einfach... Da gibt es keine Walter mehr für mich. In seinem Hotel sieht der die ganze Sache ein bisschen anders. Walter redet sich das geplatzte Date einfach schön. So wie ich die Viola einschätze, kann das auch eine Sexfalle gewesen sein. Und ich bin froh, dass ich da nicht hineingetappt bin. Denn sie hätte mich sicher wieder korrigiert, was ich Miss Bar alles richtig und falsch gemacht hätte. Und hätte vielleicht wie die Großmutter daneben gesessen, wenn der kleine Junge zum ersten Mal badet, ja? Das brauche ich wirklich nicht. Ella hingegen genießt den Nachmittag im Spa allein.
Und nach dem Gespräch mit Viola ist die Polin darüber auch sehr zufrieden. Und Walter? Der kehrt nach Berlin zurück und wird wohl Polen vorerst von seiner Landkarte streichen. Wenn die Viola als Partnervermittlerin einfach weggeht, ohne sich irgendwie zu erklären, dann habe ich auch nicht die Notwendigkeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich werde in den Zug steigen und zurückfahren nach Deutschland. Und das war's dann. Auf Wiedersehen, auf Nimmerwiedersehen, ja? Zurück nach Bukarest in Rumänien. Hier herrscht ein deutlicher Frauenüberschuss. Bei sonnigen 30 Grad will sich Peter aus Liechtenstein das zunutze machen und hier endlich die große Liebe finden. Vermittlerin Antoinette hat für den Küchenchef heute sein erstes Date mit einer Rumänin organisiert. Also jetzt kommt die Adelina. Okay. Sie ist jung, hübsch, schlank. Erfolgreich. Genauso wie die Männer das möchten. Fröhlich. Offen, locker, keine Kinder, selbstverständlich ledig. Sie hat studiert, sie hat auch gemodelt. Und sie gehört halt zu dem jungen, hübschen Mädchen hier in Bukarest, die halt von alles ein bisschen haben. Hier ist sie auch schon, Adelina, genannt Ade. Die 24-jährige Soziologiestudentin hat dem rund 14 Jahre älteren Peter auf den Fotos gut gefallen. Jetzt sehen sich die beiden das erste Mal im wahren Leben. Hello. Ciao, Ade. Hello. Ciao. Hi. Hello, Adelina. Nice to meet you. Hi, my name is Pete. Nice to meet you too. Pleasure for me. Der erste Eindruck von Adelina war, ja, sie hat jetzt nicht so ausgesehen wie auf den Fotos. Und das hat mich dann schon ein bisschen zurückgeworfen. Ich habe ja speziell auf die Beine geachtet, wo ich das Foto von der Adelina angeschaut habe, wo sie eben auf der Mauer sitzt. Und da hatte sie ja komplett andere Beine. Also, als ob man die da ausgewechselt hätte. Die waren ja schlank und lang. Und wo ich mir dann das in Natur angeschaut habe, hat es eben nicht so gepasst. Ja. Beide spricht Englisch, also ist kein Problem. Da brauche ich nicht dabei zu sein. Nee. Und dann halt. So. Unternehmt ihr irgendwas? Ja. No? More polite to look me in the eyes. Okay. I'm very happy you are here. I can't wait to meet you better. Thank okay. you. Peter hingegen wirkt ein bisschen verschüchtert. Gefällt ihm Ade wirklich nicht mal ein bisschen? Es geht ja nicht nur um Aussehen, sondern man will ja auch den Menschen kennenlernen, so wie es sich verhält, wie es sich gibt. Und ich würde einfach sagen, ja, warum denn nicht? Lass uns auch mal durch den Park gehen und mal schauen. Vielleicht ist es ja nicht alles. Es kann es ja auch nicht alles sein. Ich bin ja auch kein Brad Pitt. Antoine told me that you are a cooker. You are cooking. Oh, I love to eat. So tell me. Tell me about you. Yeah. What kind of food do you prepare? I prefer for myself the meat one, so like the beef roasted on a grill with some potatoes or some vegetable. This is very good. And also fish. I like fish. No, I'm vegetarian. Much. If you tell me about beef and this thing, you don't impress me. Okay. Es wird eine Welt zusammengebrochen für mich. Ich meine, ich bin Koch und ich würde auch gerne mal was für sie kochen und so. Und das ist ganz klar, dass auch Fleisch mit dabei ist. Na gut, das ist kein perfekter Start. Aber vielleicht wird es ja noch. Peters Vorschlag? Vielleicht hat Adelina Lust auf eine Bootsfahrt. Oh, but it's very, very sunny. You don't want to? You have to say. You don't want to do this. So maybe not, because we also make effort. We'll stay on the boat and we will be so like what do you want to fright. Do? You want to walk around? Let's stay on the table. Keine Bootsfahrt also. Möchte Adelina dann eventuell ein Eis? No. Es ist ja okay, wenn man gewisse Dinge nicht mag, aber wenn man alles nicht mag, wenn man auf gar nichts angeht, dann finde ich es nicht gut. Und wenn man auch die ganze Zeit nur sagt, ja, nö, mag ich nicht und das kann ich nicht und das will ich nicht. Und ja, ich habe mich da ehrlich gesagt durchgequält. Ja. Hatte ich schon lange nicht mehr so das Gefühl. Ja, go to clubs in Bukarest? I don't like to go to clubs, honestly. Nee, Disco mag sie nicht. War mir klar. You have a brother, okay, let's sister. Go for a walk. Okay. Da habe ich dann innerlich gesagt, wir gehen jetzt und dann gehe ich meines Weges.
erstes Date und dann verhält sie sich so, zweites Date, was kommt dann als nächstes? Ja. Kann es noch schlimmer werden? Ja. So, if you want, you can do your stuff you want to do now. So, you can come also with opinions, with ideas. Just ask me what we can do. Please ask me. Do this. Maybe I will like your idea. Take a challenge. I take my challenge and I want to say this. I like you, but yeah. But what? What is the challenge? You say that we have to do something more. We want to just walk or what? No, we end up this now. We end up is now? Yes. Ah, okay. Die Reaktion, die war ja wie so ein Art Schock. So, wie kannst du es wagen, nicht mit mir nochmal ausgehen zu wollen, weil, hallo, guck mich an. Okay. Okay. So, bye. Okay. Bye, bye. Bye. Ich habe nichts gegen ein bisschen rumzicken, aber wenn das schon beim ersten Date so abläuft, dass man ständig nur rumnörgelt und das ist nicht gut und das ist scheiße und das möchte ich nicht und ja, was soll dann noch kommen?